Ein Asteroid rast auf die Erde zu. Was können wir Menschen machen, um eine Kollision zu verhindern? Der Einschlag eines großen Asteroiden ist zwar eine sehr seltene, dann aber höchst gravierende Naturkatastrophe. Immer wieder wird die Erde von kleineren Asteroiden empfindlich getroffen. So forderte beispielsweise 2013 der Asteroid von Tscheljabinsk mehrere hunderte verletzte Menschen und beschädigte außerdem tausende Gebäude, verursacht allein durch die Druckwelle, als er in der Erdatmosphäre in großer Höhe zerplatzte. Entscheidend für die Zerstörungskraft der Asteroiden ist deren Größe, Masse und Geschwindigkeit. Vor 66 Millionen Jahren schlug ein zwischen 10 und 15 Kilometer großer Asteroid mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 72.000 Kilometern auf die Erde ein. Das Aussterben der Dinosaurier war vermutlich die Folge. Der massive Einschlagskrater auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko ist bis heute erhalten. Nicht weit von diesem Krater entfernt, am Kennedy Space Center in Florida, werden wir nun eine Raumfahrtmission zum Schutz der Erde vor Asteroideneinschlägen starten. Hera, die erste ESA-Mission zur planetaren Verteidigung. Denn die Frage ist nicht ob, sondern wann der nächste größere Asteroid die Erde treffen wird. Hera wird sich auf die Reise zu einem Doppelasteroidensystem begeben, bestehend aus den Asteroiden Dimorphos und Didymos. Das Besondere an den beiden Asteroiden? Auf dem etwa 170 Meter großen Asteroid Dimorphos schlug 2022 absichtlich eine Raumsonde der NASA ein, die Mission DART. Das Hauptziel der Mission war und ist es, herauszufinden, ob durch den gezielten Einschlag die Flugbahn des Himmelskörpers verändert werden kann. Denn selbst ein minimales Ablenken des Asteroiden im Weltraum könnte einen Einschlag auf der Erde verhindern und den Asteroiden so an unserem Heimatplaneten vorbeifliegen lassen. Das ist die Oberfläche des Asteroiden Dimorphos. Ein echtes Foto, das letzte Bild der Raumsonde DART. Der Einschlag hatte den gewünschten Effekt. Die Flugbahn des Asteroiden konnte verändert werden. Was danach im Detail mit Dimorphos geschah, ist jedoch nicht vollständig geklärt. Hat der Einschlag von DART einen Krater hinterlassen? Wie effektiv war die Ablenkung genau? Was ist mit dem Asteroiden passiert? Hera wird sich dafür den beiden Asteroiden im Oktober 2026 nähern, in ihre Umlaufbahn einschwenken und die beiden für 6 Monate genau untersuchen. Die Raumsonde hat für diese Untersuchung insgesamt 12 wissenschaftliche Instrumente an Bord. So möchten wir unser Wissen über Asteroiden erweitern. Woraus sind sie zusammengesetzt? Was würde passieren, wenn ein Asteroid, ähnlich wie Dimorphos, in unsere Atmosphäre eintreten würde? Würde er in einem Stück bleiben oder in viele zerbrechen? Hera führt zudem 2 Schuhkarton große CubeSats mit. In der Schlussphase der Mission werden diese sogar auf Dimorphos landen, um die Oberfläche, innere Struktur und Gravitation zu messen. Die Daten, die Hera sammelt, werden uns helfen, diese bislang einzigartigen Experimente in eine wiederholbare Technik zu verwandeln. Diese werden wir zum Schutz der Erde einsetzen können. Wie die meisten Raumfahrtmissionen ist auch Hera ein Gemeinschaftsprojekt vieler Länder und Agenturen. Neben NASA sind auch unsere Freunde der japanischen Raumfahrtagentur JAXA mit ihrer Expertise der Asteroidenmission Hayabusa 2 an Hera beteiligt. Deutschland führt die Mission innerhalb der ESA und ist mit über 37% an der Mission beteiligt. Entwickelt und gebaut wurde das Hera-Raumfahrzeug von OHB in Bremen. Zusätzlich haben Firmen wie HPS und Jena Optronik Instrumente beigesteuert. Und nicht zuletzt sind zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Hera Science Team engagiert. Nach allem, was wir wissen, ist in diesem Jahrhundert nicht mit einer Kollision zu rechnen. Kein Grund zur Panik also, aber Grund genug, dass die Menschheit sich vorbereitet. Und das tun wir. Nach Hera soll Ramses kommen. Die Raumsonde Ramses könnte, wenn die ESA-Mitgliedstaaten die Finanzierung beschließen, bereits im Jahr 2028 starten.
Mit ihr möchten wir den erdnahen Asteroiden Apophis untersuchen. Er wird in nur 32.000 Kilometer Entfernung, also zwischen unseren Navigations- und Telekommunikationssatelliten im geostationären Orbit und uns auf der Erdoberfläche, vorbeiziehen. Das ist extrem nah und extrem selten. Wenn wir über Asteroidenabwehr sprechen, dann befinden wir uns im Graubereich von Wissenschaft, Science-Fiction und Realität. Die Missionen DART und HERA sind Realität. Und alleine deswegen hochspannend, weil es um den Schutz der Menschheit und den Schutz unserer Erde geht.